Ho, ho, ho. Hallo, ich bin Gniche, Schauspieler, Moderator und Sprecher. Was genau ich da mache, wo ich zu sehen bin, das könnt ihr zum Beispiel auf Instagram jederzeit mitverfolgen. Heute allerdings bin ich erstmal Lustige Witze Adventskalendertürchen. Und ihr wisst ja, Lustige Witze, da machen wir Witze über alles, außer über Tofu. Das ist geschmacklos. Heute habe ich die Kategorie Blondinenwitze. Fangen wir an. Da kannst du ja rausschneiden, was du möchtest. Danke, das mache ich sowieso. Unterhalten sich zwei Blondinen. Sagt die eine, du, ich war neulich bei einem Schwangerschaftstest. Sagt die andere, und, waren die Fragen schwer? Woran erkennt man, dass eine Blondine am Antari... Am Antari... Sorry, Micha, du musst viel rausschneiden hier. Ich habe heute ein Fassblatt. Kein Problem, lass dir Zeit. Woran erkennt man, dass eine Blondine am Atari gespielt hat? Na? Es ist Lippenstift am Joystick. Warum ist es gut, eine Blondine als Beifahrerin zu haben? Man kann den Behindertenparkplatz benutzen. Oh, davon distanziere ich mich aber. Was haben eine Blondine und eine Flasche gemeinsam? Beide sind vom Hals aufwärts leer. Oh Gott, ey Micha, was sind das für Witze? Was macht eine Blondine im Weltraum? Putzen. Oh, Micha, was sind das denn für Witze? Ich hätte sie vorher lesen sollen. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Kühlschrank? Ich kann's nicht erzählen. Die Blondine furzt nicht, wenn man eine Wurst herausnimmt. Na, da brat mir doch jemand einen Storch. Wie macht man bei einer Blondine Gehirnwäsche? Duschen und umdrehen. Ein junger Mann zu einer Blondine. Ich bin kein Mann vieler Worte. Möchtest du mit mir Sex haben oder nicht? Da sagt sie, na gut, du hast mich überredet. Wieso können Blondinen nicht Fahrrad fahren? Der Abstand zwischen den Pedalen ist unter 1,50. Eine gute Freundin von mir ist Blondine. Sie ist so hübsch, dass sie sofort nach der Ausbildung in einer Apotheke angefangen hat. Als Brechmittel. So, das waren die 10 Witze. Aber einen muss ich noch erzählen, weil ich ihn so witzig finde. Sie sagt, ich habe keinen Bock auf deine Flachwitze, ich habe meine Tage. Und er so, läuft bei dir! Das war dieses Türchen. Viel Spaß beim nächsten. Ihr könnt natürlich auch alle vorherigen Türchen euch noch angucken. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und natürlich vergesst ihr auch nicht, unsere beiden Scheißkanäle zu abonnieren. Und immer schön die Glocke klicken. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll, euer Gniche.